Artikelnummer SCP-217. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Der Verwahrungsbereich befindet sich hinter zwei Unterdruckschleusen. Die obligatorische Prozedur für alle Mitarbeiter, welche die Verwahrung betreten wollen, beinhaltet Sterilisierung durch chemische Duschen, das Tragen von Gefahrenschutzanzügen mit geschlossenem Luftkreislauf sowie eine 24-stündige Quarantäne und Untersuchungen nach Interaktion mit dem Objekt. Im Fall, dass die Verwahrung versagen sollte, wird die Sprengtür zum Verwahrungs- und Forschungsbereich geschlossen und der chemische Wirkstoff ZEER-217-11 in die Luft gepumpt. Alle Personen, die SCP-217 ausgesetzt wurden, sind festzusetzen und zur Beobachtung einzuschließen. Alle Gegenstände, die von SCP-217 betroffenen Personen berührt wurden, müssen sterilisiert werden. Beschreibung: Bei SCP-217 handelt es sich um einen mit heutigen Mitteln unheilbaren Virus mit einer Infektionsrate von 100%. Es befällt alle Organismen im Bereich Animalia und kann sich durch Berührung oder Kontakt mit Körperflüssigkeiten ausbreiten. SCP-217 ist sehr widerstandsfähig und kann jahrelang außerhalb des Wirtskörpers überleben. Der Fortschritt der Infektion ist sehr langsam. Einige Subjekte können mehrere Jahre lang leben, ohne dass irgendwelche Symptome auftreten. SCP-217 verändert die Biochemie des betroffenen Gewebes und führt zu einer Neuanordnung organischer Materie zu einer Form von organischem Metall. Die Prozesse, die mit dieser Veränderung verbunden sind, wurden noch nicht vollständig verstanden. Aber die fortgeschrittenen Stadien der Krankheit sind gut dokumentiert. Ein Subjekt beginnt dabei damit, sich in eine Anordnung aus Zahnrädern und Federwerk zu verwandeln, wobei diese die früheren biologischen Funktionen übernehmen. Eine Infektion im fortgeschrittenen Stadium ist sehr schmerzhaft, aber frühere Stadien bleiben häufig unbemerkt und weisen nur vage Gefühle von Verwirrung, Schlaflosigkeit und Gelenksteifheit auf. Herzen werden durch Getriebe und Röhrchen ersetzt, Gelenke durch eine Anreihung von Zahnrädern, die Augen durch Strukturen, die nicht unähnlich der primitiven Handkurbel-Filmkameras sind, und so weiter. Bei allen Lebewesen außer den Säugetieren zeigt sich der Befall durch SCP-217 zunächst an der Oberfläche des Körpers. Bei Säugetieren hingegen wird zuerst die innere Struktur umgewandelt, bevor sich die Infektion außen am Körper manifestiert. Dies kann dazu führen, dass infizierte Menschen für lange Zeiträume mit der Infektion leben, ohne von ihr zu wissen. Es konnte sogar gezeigt werden, dass SCP-217 das Innere des Körpers vollständig umwandeln kann, bevor sich äußerlich sichtbare Symptome zeigen. SCP-217 hat in der Vergangenheit mehrere große Ballungsgebiete infiziert, allen voran. Der Geisteszustand der Menschen im mittleren bis fortgeschrittenen Stadien der Infektion hat sich als stark vermindert erwiesen. Die Testpersonen reagieren in repetitiven Mustern, bewegen sich sehr schleppend und mechanisch, lassen sich leicht ablenken und verwirren und reagieren im Allgemeinen sehr gereizt, wenn sie mit neuen Problemen konfrontiert werden. Darüber hinaus hat die Forschung in einem vollständig konvertierten Gehirn Daten gelöscht. Dokument Nummer 217-6. Hinweise zu den Symptomen. Subjekte, die mit SCP-217 infiziert wurden, berichten in frühen Stadien über keine schweren Symptome, abseits von gesteigerter Lethargie und einem allgemeinen Mangel emotionaler Reaktionen. Einige beschreiben ein Gefühl von Bewegung und Zuckungen unter der Haut in Kombination mit einem hartnäckigen, tickenden Geräusch. Dieses Geräusch tritt am deutlichsten auf, wenn SCP-217 die Schultern, den Hals und den Kopf befällt. Es kann allerdings gehört werden, wenn man ein Aufnahmegerät gegen den betroffenen Bereich drückt. Eine Erstinfektion mit SCP-217 ist, wie bereits erwähnt, kaum nachweisbar. Mit fortschreitender Infektion beginnen die Subjekte einen stechenden, reißenden Schmerz in den Bereichen zu spüren, die im Prozess der Konvertierung sind. Der Schmerz wurde mit dem einer Messerwunde oder eines tiefen Muskelrisses verglichen und kann je nach Subjekt und betroffener Stelle Stunden oder Tage lang anhalten. Es scheint, dass die neuen Federwerkorgane zunächst kurzzeitig am umgebenden Gewebe zerren und reißen, bevor sie vollständig integriert und eingebettet sind. Es wird angenommen, dass dies die Ursache der Schmerzen ist. Infizierte Bereiche scheinen aus Metall zu bestehen, vor allem aus Messing, Stahl und Eisen. Es wurde auch das Auftreten anderer Stoffe dokumentiert, die wie Leder, Gummi, Glas, Holz und andere Basiswerkstoffe wirken. Trotz des Aussehens handelt es sich um rein organisches Material, welches sogar die DNS des Subjektes beinhaltet. Die betroffenen Organe und das Gewebe erscheinen elastischer als normal und besitzen die gleiche Festigkeit und Dichte wie die Materialien, denen sie ähneln, anstatt der normalen Gewebedichte. Die Reparatur von beschädigten Stellen läuft allerdings wesentlich langsamer ab als bei der normalen menschlichen Regeneration.
Beschädigte Bereiche können sofort repariert werden, indem diese durch neue Komponenten des gleichen Types ersetzt werden. Bei Versuchen konnte gezeigt werden, dass es keine schädlichen Nebenwirkungen gibt, wenn Komponenten aus regulären Werkstoffen, also Stahl, Holz, Leder, als Ersatz für die biomechanischen Federwerke verwendet werden. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass mit SCP-217 infizierte Menschen Monate, ja sogar Jahre lang leben können, ohne entdeckt zu werden. Da sich die Infektion so leicht verbreiten kann, könnten Hunderte betroffen sein, bevor eine angemessene Eindämmung durchgesetzt werden kann. Es scheint, dass sich Infektionen am schnellsten in Großraumbüros, Einkaufszentren und anderen großen Menschenansammlungen verbreiten können. Hinweis: Alles und jedem, bei dem eine Infektion mit SCP-217 vermutet wurde oder bestätigt ist, ist der Zugang zu SCP-882 nicht erlaubt. Nachtrag: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind Kreuzexperimente zwischen SCP-229 und SCP-217 nur mit O5-Genehmigung erlaubt.